grundsätzlich niemand. Also unsere nicht. Dankeschön. Lifehack, was mega lecker ist, wenn man Salat mit Bolognese mischt. Habe ich mal von einem weisen Mann gehört. Bist du beim Fail des Tages dran? Ja, der Fail des Tages, das wird auf jeden Fall noch was passieren. Das sag ich. So, Freunde, ein Apple a day keeps the doctor away. Es ist immer ganz spannend, wenn man in ganz neuen Hallen, in ganz neuen Venues ist, weil man eben die Gegebenheiten noch nicht kennt. Und wenn man dann das erste Mal hier quasi in der Halle steht und sich das Ganze mal anschaut, dann weiß man ungefähr, okay, so wird das heute ungefähr. Aber heute wird es auf jeden Fall geil, weil das ist nicht zu groß und auch nicht zu klein. Sprich, es wird schön eng, obwohl viele Leute kommen. Und das heißt immer, gute Stimmung, schön laut. Das erste Mal richtig aufgefallen. Endlich sind wir wieder auf Tour, ey. Nach 1,5 Jahren quasi Live-Abstinenz geht es jetzt wieder zusammen mit unserer Band und mit unserer ganzen Entourage auf große Tour. Und wir freuen uns einfach wahnsinnig. Es ist nicht leicht zu realisieren, was man alles überhaupt in Bewegung setzen kann. Diese Tour bedeutet uns unfassbar viel. Ey, das ist einfach so krass. Man kann das manchmal gar nicht in Worte fassen, wenn man drüber nachdenkt, dass da so viele Menschen nur wegen uns kommen. Das ist immer so ein bisschen Klassenfahrtsfeeling. Ein Monat lang mit der geilsten Crew unterwegs sein und einfach nur ganz viele von euch da draußen vom Lochiversum treffen. Oh Mann, ist von der Bühne gesprungen. Beim Sprung hat er sein In-Ear-Kabel rausgerissen und das funktioniert jetzt nicht. Das ist aber gut. Ich bin von der Bühne gesprungen, mit dem hier zusammen, also er hat mich aufgefangen, der Flo. Aber das hat sich halt verhangen, die Kopfhörer. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einfach. Ich versuche das jetzt zu flixen. Ist das so richtig? So spät, dass das funktioniert? Danke. Ja. So, jetzt kann man Soundcheck machen. Warte mal, ich höre mal eigentlich. Ich habe mir aus Altpapier gefunden. Hey Roman, der Song heißt Superman, der Superman. Superman. Oh, nicht Superman, mehr so Lieferheld. Ich werde 10 Minuten werde ich so ein bisschen brauchen, aber nicht 2 Stunden wie beim letzten Mal. Du kannst doch einfach jetzt schon dich vorbereiten. Ich esse jetzt erstmal was, Heiko. Ich will nur mal ein bisschen Spann vor der Show dich packen. Verstehst du? Ja, ist auch alles gut. Wir haben es so gestern so ausgemacht, dass wir bevor ich wir. Ich weiß, aber da wusste ich nicht, dass wir so Stress haben heute. Das wusste ich nicht. Alter. Mach gar keinen Stress. Und dann mache ich mich fertig für die Show. Ich freue mich so. Ich war noch nie auf einem Konzert. Noch nie. Auch nicht auf irgendwie was Ähnliches. Top. Doch, Max, die 19 ist ja heute ein bisschen später, weil wir 2 Support-Acts heute haben. Alright guys, it's me, Isaac Elliott here, the support of Die Lochis. Once again, thank you for having me. Ich liebe Die Lochis. Oh! Very good. Yeah! Dazugelernt, very good!
Mama, Mama, Mama. 5,5 Minuten bis zum Hals, Michael. Wow. Ja, 5,5 ist schon. Ich finde das ganz fabelhaft, dass wir alle hier sind und ich bin voll froh, Teil eures Teams zu sein. Und nur zur Info, dieses ganze Kistchen links, Kistchen rechts machen wir hier nicht. Wir sagen Moin und bei großer Sympathie nicken wir das. Sag mal. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch? Holzmichel noch? Krass werden denn die nächsten Shows, Alter. Oder? War mega krass! Absolut. Ah, Jungs sind jetzt duschen. Ich will auch duschen, weil wir uns da abpassen. Wenn es schief geht, ne, dann ist es auch nicht so. Sag dir was, was ist. Nein, einfach, der würde nicht abdrücken. War ja. Aber spätestens jetzt ist es klar. Sonst dreht euch bitte. Wir sind uns eingebrannt. Ja. Ja, das wollte gerade sein. Das war schon des Tages. Eingebrannt. Heute haben wir gemerkt, dass die Show wirklich Spaß funktioniert. Ja, wirklich. Wie es sein soll, Alter. Ich freue mich mega, dass es so gut ankam. Also, was heißt Erleichterung? Erleichterung ist es dann wahrscheinlich Unterbrust auch. Aber für mich ist es vor allem erstmal eine Freude, dass jetzt alles, dass es so geil war, dass man auch wirklich gemerkt hat, wie angetan alle davon waren und wie viel Spaß sie hatten und dass es jetzt hoffentlich dann für alle irgendwie gelohnt hat. Ja, und dass es vor allem auch so funktioniert hat, wie wir es uns irgendwie vorgestellt haben und wie wir das geprobt haben, dass alles irgendwie jetzt funktioniert hat. Mega, mega, mega schön. Und das kann jetzt den ganzen Monat so weitergehen.